Servus Netrunner, heute zeige ich euch den schlimmsten Fehler, den ihr in Cyberpunk 2077 machen könnt. Ich hoffe, er ist euch noch nicht passiert, ansonsten werdet ihr auf jeden Fall heulen. Den schlimmsten Fehler in Cyberpunk könnt ihr sehr früh im Game machen. Das rächt sich dann richtig bitter im Endgame. Es gibt keinen Weg zurück, außer ihr würdet eben einen neuen Charakter anfangen. Bevor ich euch den Fehler zeige, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer keine informativen, kurzen Guide-Videos zu Cyberpunk verpassen möchte, sollte überlegen, ein Abo dazulassen. Im Endgame von Cyberpunk dreht sich alles um legendäre Waffen und Kleidungsstücke. Man findet sie aber leider nicht sehr häufig im Spiel, außer man macht eben nicht diesen einen Fehler. Dann kommt man nämlich an sehr viele legendäre Gegenstände ran. Legendäre Waffen kann man zum Beispiel auch bei Händler kaufen, die sind aber eben sehr teuer. Man zahlt teilweise über 100.000 Eddies, um eben so eine Waffe zu bekommen. Oder man findet eben an festen Plätzen legendäre Waffen oder Kleidungsstücke. Aber davon gibt es eben auch nicht so viel, zumindest nicht so viele, dass man eben auch legendäre Komponenten bekommt, wenn man mal Bock hat, die ein oder andere legendäre Waffe eben zu zerstören, um seine eigene legendäre Waffe zu verbessern oder eben eine legendäre Waffe herzustellen. Der Trick, wie man sehr gut an legendäre Gegenstände rankommt, ist, wenn man Aufträge mit einem sehr hohen Level abschließt. Man findet Aufträge überall auf der Map, es gibt wirklich sehr viele und ihr seht auch unten die Symbole, was ein Auftrag ist und die sollte man, wie gesagt, mit einem sehr hohen Level abschließen, denn da hat man die beste Chance auf legendäre Gegenstände und das funktioniert erst mit Level 32, erst da solltet ihr die Aufträge in Angriff nehmen. Seid ihr im Rang eben drunter, dann ist die Chance nicht da, legendäre Gegenstände zu bekommen. Ihr bekommt dann, wenn grüne Gegenstände, blaue oder eventuell auch epische Gegenstände, aber keine legendären. Und das ist natürlich sehr bitter. Wenn ihr diese Aufträge zu früh abgeschlossen habt, habt ihr allgemein weniger legendäre Gegenstände eben im Spiel. Und das kann man auch nicht mehr nachholen oder so. Die sind halt einfach weg. Und das ist halt einfach bitter. Und ja, ihr habt dann auch weniger legendäre Komponenten, weniger Material, um eben legendäre Waffen und ja, auch Kleidungsstücke herzustellen. Wann genau solltet ihr jetzt die Aufträge im Spiel abschließen? Wie gesagt, die Möglichkeit auf einen legendären Gegenstand besteht mit Level 32. Da steigt aber die Drop-Chance eben noch an und der maximale Wert ist erreicht mit Level 39. Bedeutet, ihr solltet erst Aufträge abschließen mit Level 39, denn da habt ihr die höchste Chance, eine 43er-Prozentzahl einen legendären Gegenstand im Auftrag zu finden. Bedeutet, ihr solltet unbedingt die Aufträge erst mit Level 39 in Angriff nehmen. Die legendären Gegenstände findet man da auch nur in einer Box. Ihr werdet sie niemals von Gegnern fallen gelassen sehen oder sie liegen auch nie auf dem Tisch rum. Bedeutet, wenn ihr einen Auftrag macht, schaut ihr, wo befindet sich in den Auftrag eine Box, in dem eine Waffe oder eben ein Kleidungsstück drin ist. Die Chance ist, wie gesagt, nur 43%, heißt, ihr müsst keine Box finden, wo eben ein legendärer Gegenstand drin ist, sondern es kann sein, dass der Gegenstand eben episch ist. Das ist aber egal, denn mit einem Trick gibt es eine Chance, wie ihr zu 100% einen legendären Gegenstand aus dieser Box rausholt. Die normale Chance, die normale Drop-Chance sieht wie folgt aus mit Level 39, heißt, wenn ihr die Box seht, habt ihr eben eine 43%ige Chance, dass dieser Gegenstand in dieser Box legendär ist. 31% auf episch, 13% auf selten, das ist blau und eben 5% auf ungewöhnlich, das ist eben grün. Und die Dropchance von Level 39 bis 50 ist gleich. Wie gesagt, ab 39 solltet ihr eben die Aufträge erst in Angriff nehmen. Der Trick eben, um 100% die Chance zu erhöhen, den legendären Gegenstand rauszubekommen, macht man wie folgt. Wenn ihr in diesem Auftraggebiet seid, dann schaut eben, wo sich diese Truhe befindet und wenn da was Episches drin ist, macht es nichts. Es kann auch was Blaues, wie gesagt, drin sein. Man hat ja einen gewissen Prozentwert. Dann schaltet ihr alle Gegner in diesem Gebiet aus, stellt euch vor dieser Box hin und speichert dann einfach das Spiel ab und ladet das Spiel neu. Und dann berechnet das Spiel neu diesen Prozentwert von 43% und wenn ihr Glück habt, habt ihr dann eben diesen Gegenstand, eben die Waffe oder das Kleidungsstück als legendär eben drinnen. Das ist eine richtig nice Sache. Ihr ladet einfach so lange das Spiel, bis ihr den Gegenstand in legendär sieht und dann könnt ihr euch ihn eben rausnehmen. Das ist schon echt eine mega coole Sache und so habt ihr eigentlich in jedem
Auftrag die Chance, eben ab Level 39 an einen legendären Gegenstand ranzukommen. Die Waffen, die ihr in diesen Boxen findet, sind meistens nicht so gut wie die Waffen, die man jetzt eben beim Händler kaufen kann oder auch zum Beispiel selber herstellen, wenn man ikonische Waffen eben besitzt. Aber man muss ganz klar sagen, ich würde sie trotzdem holen, denn man kann sie eben zerstören und kommt so an Komponenten eben ran und kann sich dann seine beste Waffe eben verbessern oder dann auch eine legendäre Waffe eben herstellen. Und das ist dann auf jeden Fall richtig nice. Die Klamottenstücke, die man dort drin findet, sind nicht schlecht, denn sie sehen natürlich immer anders aus, hat einen coolen Stil eben und deswegen würde ich auf jeden Fall erst diese Aufträge mit Level 39 machen. Habt ihr sie einfach zu früh im Spiel gemacht, gibt es keine legendären Gegenstände und das ist einfach sehr bitter und sehr schade und wenn man den Fehler gemacht hat, ja, kann man ihn auch nicht mehr rückgängig machen. Die Missionen sind dann einfach eben weg, der Gegenstand wurde gelootet und das war es dann eben im Spiel und ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem kleinen Video ein bisschen weiterhelfen, euch zeigen, dass man die Aufträge eben erst mit höherem Level abschließen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer keine weiteren Guide-Videos zu Cyberpunk verpassen möchte, kann immer gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.